Ladies and Gentlemen, Rüssig Pupsig ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen krassen Video, Freunde. Und zwar, ich bin gerade unterwegs nach, ja, wohin bin ich unterwegs, Leute? Zur Arbeit, Freunde, denn ich muss heute mal wieder arbeiten. Und wo arbeite ich zurzeit am meisten, Leute? Richtig, in der Security-Firma von Max, Freunde. Ich freue mich richtig drauf. Deswegen lasst auf jeden Fall ein dickes Like da, wenn es euch gefällt, dass wir hier so viel Security machen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Leute. Und guckt mal an, die fetten G-Klassen stehen schon bereit, gepanzert, alles drum und dran. Und Alter, was ist denn das für ein Rolls Royce hier? Ey, Leute, ich hatte ja letztens erst was mit Rolls Royce zu tun und so. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ihr habt ein bisschen die Hops genommen. Aber ich denke, wir haben einen reichen Kunden am Start, Freunde. Deswegen, ich werde jetzt hier die Treppen hochlaufen. Ich freue mich schon drauf, Leute. Ich bin auch gespannt, welcher Kunde jetzt da ist, Freunde. Weil, guck mir. Oh, warte. Genau dein Mann. Oh nein, das ist der... Doch, das ist dein Mann gewesen. Ey, du kannst nein, was? Nein, das glaub ich nicht. Niemals wird er das machen. Niemals. Doch. Ja, Crime Security. Der war auch oh mein Gott, das ist gut. Ey. Leute, das ist der Typ von Rolls-Royce Autohaus. Bitte hier einen Auftrag nicht zurück. Das nein. Mein Boss sagen, auf gar keinen Fall. Du kriegst diese Auftrag. Solange diese hier arbeiten, du kriegst... Wissen Sie, bei uns, bei iCrimex, gucken Sie... Bei iCrimex Security haben wir immer solche Elektroschocker und wenn man dann drauf drückt, passiert Folgendes. Was? Ey Leute, ich... Du willst sagen, ich bin ein Lügner. Oh nein, Leute, aber oh warum nein. Sollte denn mein Mitarbeiter, Russik, das ist der beste Mann, den ich habe, warum sollte er denn bei euch einbrechen? So, oh, das macht gar keinen Sinn. Der ist nicht nur eingebrochen, der haben 3 Autos geklaut und andere kaputt gemacht. Wissen Sie, wie viel Verlust wir gemacht haben? Was hat er denn davon? Oh mein Gott, Leute, das ist genau der Typ von dem Rolls-Royce Autohaus, wo ich eingebrochen bin. Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute. Nein. Sie klären das da. Oh. Schnell weg, Freunde, wir gehen runter. Oh mein Gott, Alter. Ja, ich werde das für Sie in Erfahrung bringen. Oh mein Gott, wir verstecken uns. Ey, der kommt, Leute. Ey, Leute, wir warten jetzt, bis er rausgelaufen ist. Leute, wir haben ein gewaltiges Problem. Ich dachte, da ist irgendein reicher Kunde mit dem Rolls-Royce. Aber nein, das ist der Typ vom Autohaus. Und irgendwie ist es schon ein Kunde bei Max gewesen, Leute. Oh mein Gott, ich habe das gar nicht mitbekommen. Warte, wir warten jetzt, bis er wegfährt. Der ist jetzt weggefahren, Leute. Wir gehen jetzt nach oben. Ich sag einfach, ich war das nicht, Leute. Kann ja jeder gewesen sein. Ich sag, ey, Max, ich war das nicht. Tut mir leid. Ich weiß nicht, du verwechselst mich. Alles gut. Yo, Max, was geht, Bro? Ey, Russik, Mann, gut, dass du gerade kommst, ey. Yo, Bro, wenn was geht? Du wüsstest, was hier gerade abging. Hä, was passiert, Alter, Bro? Ich war gerade so ein Typ im Rolls-Royce-Autohaus, der hat hier behauptet, dass du 3 Autos geklaut hättest, alles zerstört hättest, dies, das, anders. Und weißt du, was das Schlimmste daran ist? Das ist ein Riesenkunde, Alter. Bei uns ist voll viel Geld jetzt verloren gegangen, weil wir jetzt nicht mehr wollen, dass wir für die arbeiten. Der hat gesagt, der hat dich gesehen, wie du die Security-Kleidung anhattest. Bro, nee, ich glaube, das war ein Missverständnis. Also, ich weiß nicht, Bro, unsere Security-Kleidung kann auch jemand auf der Straße normal sein. Weißt du, was ich meine? Das ist ja nur ein Smoking-mäßiges Ding. Ich war das nicht. Das war, der meinte, das wäre vorgestern Nacht gewesen. Was hast du denn da gemacht? Ich war bei Sue. Mhm. Dann ist doch bestimmt kein Problem, wenn ich jetzt kurz SU anrufe, dass er das bestimmt. Bro, alles. Oh mein Gott, nein, Leute. Oh mein Gott, ich gebe jetzt das jetzt die letzte Chance, ehrlich zu sein. Wo ist überhaupt deine Arbeitskleidung? Ja, ich wollte mich doch gerade. Zufälligerweise verschmutzt von dem Einbruch ins Rolls-Royce Autohaus? Weil da hattest du wohl deine Arbeitskleidung an. Nein, Bro, ich werde jetzt SU anrufen. Mal gucken, ob oh mein Gott, Leute, wenn er jetzt ihn anruft und ihn wirklich fragt und ihm sagt, dass ich nicht da war, Leute, ich bin hops genommen worden. Entweder wird SU jetzt lügen oder ich bin dran, Leute. Ja, alles gut. Du mal eine Frage. Der Russack, ne? War der vorgestern Nacht, hast du mit dem gechillt abends? Habt ihr da was gemacht? Nein. Du warst mit deiner Familie essen? Ah, okay. Scheiße, ja, gut, Leute! Nein. Ja, Russack, schade, dass du lügen musst. Max, hast du gerade gesagt, du hast nichts mit. Stimmt. Was hast du denn dann gemacht? Ich war bei Army, Bro. Ich war wirklich bei Army. Ich war gerade zur Zeitplanwechsel. Ich weiß. Gut, dann ruf ich Army an. Oh nein, Leute, wenn er jetzt wirklich Army anruft. Warte, lass mich doch mal bitte mithören, ja? Mach Lautsprecher an, ja? Ja, okay. Okay, ja, alles Army, klar. Was geht? Was geht, Max? Ey, Ami, was geht, Bro? Russik, du bist ruhig. Du, hast du vorgestern Abend mit Russik gechillt? Hast ja, klar, gemacht? Haben wir doch, Bro, gell? Ja. Lass mich überlegen. Bro, da, wo wir waren. Da, drin in dem Restaurant. Russak, sei mal leise. Das ja, Restaurant? Hä, Bro, ich war vorgestern Abend, Digga. Ey, ich hab vorgestern, Max, ich hab so ein krasses Rennen mit meinem Porsche-Bruder gehabt. Ja, okay, alles klar, danke, das wollte ich schon wissen, Amir. So,
Ja, okay, Bro, ich... Zweite Lüge. Ja, okay, Schade, Bro, es ehrlich, tut mir leid, Aussage, ich war... Ich will gar nichts mehr von dir hören. Kannst mir die Arbeitsteilung demnächst vorbeibringen? Gib mir bitte deine Waffe und Dienstmarke, du bist gefeuert. Bro, ist das dein Ernst? Es tut mir leid, du bist privat, du bist ein sehr guter Freund, du bist ein Bruder für mich, aber... Alter, du willst mich gerade feuern? Ja, Bro, du hast mich... Bro, weißt du, wie wichtig dieser Kunde war? Dieser Rolls-Royce-Kunde? Aber weißt, Bro, Digga, ich weiß nicht, wie ich die Freunde, Mann. Zahlen soll. Ich weiß nicht, wie ich die ganzen Autos zahlen soll. Leute, Digga, du hast mich hops genommen. Warum bist du denn auch so dumm und machst das in deiner Arbeitskleidung? Bro! Ist doch okay, wenn du das privat machst, aber nicht in deiner Arbeitskleidung. Komm, Alter, hau hier ab, Mann. Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Ey, Mann. Ey, Max... Bitte verzeih mir doch, bitte! Nein, geh, Rosak. Wie gesagt, privat ist cool, aber geschäftlich will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Alter, Leute, wir haben Mist gebaut. Wir sind in dieses Rolls-Royce Autohaus eingebrochen. Da ist Thuren. Hallo, Thuren. Der läuft einfach von mir vorbei. Rosak, komm mal mit nach oben! Hä, wieso? Was ist denn, Thuren? Oh, alle gut. Wie sind die in den Laum? Was geht ab, Max? Yo, Thuren, was geht? Hey! Rosak, draußen bleiben. Warte ganz kurz. Rosak, wenn ihr Leute die mir besorgen wollt. Leute, hey, du hast mir ein Rolls-Royce angeboten. Hallo? Ja, ey, Rosak, Leute, nein. Ups. Ey, Leute, ich hab ihm auch ein Rolls-Royce angeboten, Leute. Den hab ich ja. Nein. Rosak, der hat in seiner Arbeitskleidung den Rolls-Royce-Händler ausgeraubt. Jetzt war der gerade hier und jetzt hat er seinen Auftrag zurückgezogen. Alter. Rosak, du Idiot! Oh mein Gott, Mann, alle, ich hab's Mist gebaut, Freunde. Ich sag euch, wie es ist. Ey, Mann, was soll ich denn tun, Freunde? Ich muss jetzt erstmal kurz nachdenken, kurz durchatmen und Touren haut erstmal ab, Freunde. Ey, ich muss es irgendwie gut machen. Oh, Leute, da kommt Max gerade. Oh mein Gott, Leute. Ey, wir verstecken uns jetzt hinterm Baum. Ich glaube, der hat einen Auftrag oder so. Ich glaube, der fährt jetzt los ganz alleine, Leute. Ganz alleine. Ich hab immer noch Rosaks Auto hier, ey. Oh nein, ich mach hier von meinem Privatparkplatz verpissen, ey. Alter, der ist richtig sauer. Guck mal, der schlägt es einfach, Leute. Ich kann jetzt erstmal eine neue G-Klasse wieder verkaufen, die ich hier extra gekauft habe. Oh, der ist richtig sauer. Der ist weggefahren, Freunde. Ich glaube, der hat jetzt einen Auftrag. Ich sag euch, wie es ist. Ich kann Max nicht alleine gehen lassen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo der hingefahren ist, Freunde. Wir müssen ins Security-Büro einbrechen. Okay, Leute, wir gehen jetzt hoch. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Wir müssen jetzt rausfinden, wo Max hingefahren ist. Denn, Leute, ich mache mir auch Sorgen um ihn, Leute. Wir waren ein sehr gutes, eingespieltes Team hier. Warte mal, ich muss jetzt die Tür knacken, Leute. Es tut mir leid, Max, aber ich werde jetzt die Tür aufschmelzen. Ich werde die auch wieder reparieren. Es ist ein Notfall, Leute. Ich mache mir Sorgen, Leute. Deswegen schön hier ran mit dem Ding. Zack, zack, zack. Oh, Leute, da kommt jemand. Da kommt jemand. Oh, 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 oh. Schnell beenden. Und rein. Tür, geh auf. Okay, ey, da ist jemand gekommen. Ich weiß nicht, ob es ein Kunde ist oder jemand anderes, Leute. Wir müssen uns verstecken. Kommt der hoch oder nicht, Freunde? Ich weiß. Doch, da ist jemand. Oh, da ist jemand. Ah, das ist der Putzmann, glaube ich. Das ist der Hausmeister, den Max eingestellt hat. Der putzt. So, Macke, schön. Jobba. Okay, der ist gerade am Putzen, Leute. Der ist gerade am Putzen. Ich muss jetzt schnell mich umziehen, Leute. Ich gehe jetzt hier ganz kurz sneaky peeky an den Kleiderschrank und ziehe mich um. Let's go! Okay, Leute, ich habe mich jetzt umgezogen. Ich habe noch ein bisschen Klamotten gefunden. Ich habe jetzt, glaube ich, Max-Klamotten. So, der ist da. Leute, ich muss an den Computer rankommen. Warte, vielleicht weißt du gar nicht, dass ich gefeuert bin. Ich laufe jetzt einfach durch. Ja, servus, Jeffrey. Du Tick. Ja, Jeffrey, alles gut. Ich mache hier ein bisschen Arbeit. Haben wir geklärt mit Max? Du gefeuert, du bist. Ja, wir haben es wieder geklärt. Alles gut. Ich muss hier ein bisschen was gucken. Was du haben gemacht? Ja, ist egal. Ist egal, Jeffrey. Ist egal. Jeffrey, ist egal. Ich muss arbeiten. Ich habe einen Auftrag noch zu erledigen. Leute, wir müssen jetzt in den PC. Wir loggen uns jetzt ein zu. Was haben wir hier stehen, Leute? Wo ist Max' Auftrag? Hier, zack. So, okay. Max muss zu irgendeinem Mafia-Boss, weil er... Was? Er muss jemanden beschützen bei einem Drogendeal oder sowas, Leute? Es sieht gar nicht gut aus, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Es sieht nicht gut aus. Vor allem ein Mann. Man weiß nicht, wie viele Leute da sind. Ich sag euch ehrlich, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich habe noch meine Waffen, Leute. Ich habe noch meine Waffen. Ich muss dahin. Ich muss Max unterstützen, Freunde. Ich werde da jetzt... Check. Ja, putz kannst weiter, Jeffrey. Ich muss nach Hause. Ich bin fertig. Jeffrey, ganz ehrlich, nimm den gelben Benz. Du kannst damit jetzt nach Hause fahren. Ich hole ihn später ab, okay? Oh, du bist cool. Ab zur Alles Single Party. Klar. Dabei, ciao. Okay, Freunde, sollen wir die G-Klasse jetzt nehmen? Oh, Entschuldigung! Ey, pass doch auf!
oder den Helikopter, Leute. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, wir nehmen den Helikopter auf dem Dach, weil damit sind wir sicherer, Freunde. Ab aufs Dach. So, Leute, ich bin jetzt auf dem Dach angekommen, Leute. Ich nehme jetzt einfach den Heli. Ich werde Max unterstützen von oben, Freunde. Was soll ich tun? Mir ist es wichtig, dass Max sicher ist. Wenn ich da vorbeifliege, alles gut läuft, ich Max sicher sehe, dann werde ich auch direkt abfliegen und mich aus dem Staub machen. Aber wenn es ihm nicht gut geht, Leute, egal ob ich für ihn arbeite oder nicht, ich werde ihn beschützen, Freunde, und ihn retten, Leute. Deswegen lasst ein dickes Like da. Let's go zum Standpunkt, den wir rausgefunden haben. Okay, Leute, ich bin jetzt die ganze Zeit geflogen. Ich sollte jetzt beim Standort sein. Irgendwie hier vorne ist der Treffpunkt. Ich weiß nicht, es sieht schon nicht gut aus. Und als wir damals diesen Auftrag reinbekommen haben, Freunde, ich habe mich erinnert, wir haben einen Sicherheitsplan gemacht, wo wir zwei Personen gebraucht haben, weil es für uns verdächtig war, Freunde. Es war ein Millionen-Deal irgendwie. Hier eine Übergabe, die wir absichern sollten, Leute. Und wir wussten nicht mal, was die Ware ist. Und wir haben schon gedacht, es ist eine illegale Handlung, Leute. Und es sieht nicht gut aus, Freunde. Da unten stehen auf jeden Fall schon irgendwelche Jeeps. Ich sehe schon Leute, wartet mal, da ist, glaube ich, einer gekniet. Wer ist das, Leute? Ich kann es noch nicht so gut erkennen. Ich glaube, da wird jemand bedroht. Leute, der hat eine rote Kappe an. Ich glaube, das ist Max. Ich glaube, so, das ist Max. Primax, hat sich das Blatt wohl gewendet, was? Oh mein Gott, Leute. Schnauze! Oh mein Gott. Schnauze! So, rein mit dem, Leute. So, Alter, ja, was genau macht er denn mit ihm? Alter, er schlägt ihn da vorne, er schlägt ihn da vorne. Komm her. Guck mal, er schlägt ihn, Leute. Nein, wir müssen schnell das landen. Wir landen jetzt, Leute. Ich glaube, die wollen ihn jetzt irgendwo reinmachen, Leute. Wir müssen schnell landen. Wir landen schnell, Leute. Wir gehen rein. Wir stürmen, wir stürmen, wir stürmen, wir stürmen, wir stürmen. Ich kann nicht mal. Check, check, Max, hörst du mich? Check, check. Sein Fokus aus, Leute. Sein Fokus aus. Nein, ich höre eine Schlägerei. Nicht, dass sie ihn schon eingelastet haben, Leute. Oh, ich fahr jetzt weg mit dem. Nein, 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 nein. Aus dem Weg, aus dem Weg. Nein, der ist gepanzert. Oh, der hat ein gepanzertes Teil. Nein, 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 nein. Ihr kleinen Ratten, wer, wo ist er? Wo bringt er hin? Sag mir, du mit dem Bier, wo bringt er hin? War keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Ich weiß nicht, dein Boss eine Entscheidung. Sag es mir, das sonst knall ich dich ab. Hey Leute, weg ist er, Alter. Ohne Witz, Mann, wir müssen schnell dahin, Leute. Ich sag euch ehrlich, ey, wir müssen, glaube ich, Fahrt aufnehmen mit dem Helikopter. Dort haben wir eine bessere Übersicht. Der ist nämlich schon losgefahren, Leute. Wenn wir jetzt aber losfliegen, können wir den besser verfolgen mit dem Helikopter. Okay, da fährt er, der geht rechts auf die Autobahn, rechts auf die Autobahn. Wir haben perfekte Sicht, Freunde. Ich versuche einmal vor ihm zu landen. Alter, der zerstört da gerade die Autos, die vor ihm sind. Wartet mal, ich versuche ihm den Weg abzuschneiden. Leute, ich sag euch ehrlich, auch wenn ich nicht mehr für Max arbeite, Max Security Firma ist am Start, wartet mal. Und ich versuche ihn zu rammen jetzt. Nein, nein, nein. Ah, oh mein Gott, war das knapp, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, er schießt mich ab. Er schießt mich ab. Oh mein Gott. Alter, ich muss ihn aufhalten. Ich versuche ihn aufzuhalten. Nein, das klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht, Leute. Nein, 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 nein. Bei iCrimex Security hier, lassen Sie sofort meinen Chef rein, sonst werde ich Sie abknallen. Mein Chef hat sich mit dem Falschen angelegt. Ich öffne das Feuer, ich öffne das Feuer, ich wiederhole, ich öffne das Feuer. Ja, dann treff halt deinen Chef, das ist mir doch egal. Nein, ich öffne das Feuer. Nicht fahren sollte, er aktiviert seine Bombe hinten. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. Ey, ich versuche ihm nochmal den Weg abzusperren, Leute. Ich muss mein Leben riskieren. Ich muss mein Leben riskieren, ich versuche es. Ich versuche es, nein, nein, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, nein, mit dem Flug, Hubschrauber dagegen. Oh mein Gott, dagegen ist es wichtig jetzt. Wenn du deinen Chef wieder haben willst, folg mir nein, lieber! Nein, nein! Wow, er schießt mit Raketen, Freunde! Er schießt mit Raketen! Du wirst mich wow niemals aufhalten, Kollege! Nein, 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 bleib still! Okay, ich glaube, er ist tot. Leute, nein. Wir treffen uns beim Wohnmobil. Nein, nein, nein! Geben Sie mir Ihr Auto schnell, das ist ein Notfall, Notfall! Geben Sie mir bitte Ihr Auto! Schön undercover, schön undercover. Schnell, schnell, Kickdown, 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 Leute. Ich versuche mich ranzuschleichen, Leute. Wir müssen da hinterher. Ich muss ihn retten, Leute. Ich muss ihn retten. Okay, Leute, Leute, Leute. Wir sind gerade hier unterwegs und ich glaube, der Bus ist hier irgendwo reingefahren oder dieser Laster, Freunde. Und es passt auch, weil ich war ja bei den Rockern gerade, bei den Losts. Und hier sollten die sein, Freunde. Ich packe jetzt mal das Auto ein bisschen weiter weg, weil es kann nicht... Oh, oh, oh. Ei, ei, das war nicht so geplant, Freunde, dass ich hier so stürze. Hier müssen die sein. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich werde jetzt jeden erledigen, wenn es sein muss, um Max da rauszuholen, Freunde. Aber die Frage ist, sind die... Da ist einer. Der läuft... Nein, der hat mich gesehen, der hat mich gesehen, der hat mich gesehen! Der hat mich verraten! Nein, 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 Leute, der hat mich verraten! Oha! Oha! Stoppt euch den Eindringling! Los, oh nein! Oh nein! Hinrichtungsstart in 2 Minuten! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute! Die knallen mich ab, die knallen mich ab! Guck mal, wie viele hier sind! Alter, hier ist noch einer, hier... Alter, das sind zu viele, Leute, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Alter, wie viele sind denn hier?
Leute, Leute, wir müssen jetzt alle ausschalten, wir müssen alle ausschalten. Wenn ihr ihn abgeknallt habt, dann kommt zur Bühne. Die Show wollt ihr nicht verpassen, was ich mit diesem iCrimex mache. Leute, Leute, die wollen, die planen da irgendeine Hinrichtung, die wollen Max umbringen. Leute, aber wieso, 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 wieso? Leute, ich muss die jetzt alle auf erledigen, erledigen, erledigen. Dich auch noch, dich auch noch. Leute, da vorne ist, glaube ich, Max. Ihm geht's gar nicht gut, Freunde, ihm geht's gar nicht gut. Leute, da ist der Typ. So, Max, hast du noch irgendwelche letzten Worte, bevor ich dich umbringe? Ah, ich werde damit niemals durchkommen. Jetzt soll ich aber nicht alleine kommen, soll denk ich sogar allein zum Lost-MC anlegen. Meine Freunde werden mich rächen. Ey Leute, ich sag euch ehrlich, ich würde den jetzt gleich wegsnipen. Wir gehen bald. Ihr könnt mich umbringen, aber es ist immer noch meine ganzen Jungs im Rücken. Deine Jungs im Rücken, ich werde mir hier in deine Jungs schnappen. Das wirst du nicht schaffen, puren Nightcrime. Du, alles mir egal. Ihr wisst auf jeden Fall. Hey! Ich hab dich! Ich hab dich! Was wolltest du machen? Wieso willst du Max umbringen? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem, hä? Warum wolltest du Max umbringen? Er hat mir in die Geschäfte reingefurcht. Das ist mein Business, erzähl. Ich übernehme die Stadt bald. Was für dein Business, Mann? Wir sind hier Security-Firma. Was haben wir hier reingepusht? Du sagst uns entweder, was du wolltest, oder ich werde dich sofort erledigen. Russik, halt ihn fest. So. Ja, ich halte ihn fest, Max. Frag ihn, was du wolltest. Scheiße, Alter. Gib ihm. Was denkst du, wer du bist, hä? Gib ihm. Müll, Alter. Gib ihm noch eine. Gib ihm noch eine. Crime Security anlegen. Bam, Alter. Hast du noch irgendwelche letzten Wörter? Hast du noch irgendwelche letzten Wörter, hä? Ja, wir werden euch alle erwischen. Auf Wiedersehen. Hey Max, ich glaube, da vorne sind noch mehr. Die kommen, ey, die kommen, Max. Hey Max, wir müssen hier weg, wir müssen hier in Sicherheit. Max, was ist passiert? Das war letzte Sekunde, das war echt in der letzten Sekunde. Max, ich kann dich doch nicht im Stich lassen, Alter, die kommen, die haben mitbekommen, Hast du ein Auto hier? Ja, irgendwo vorne habe ich eins stehen, Bro. Pass auf, Max. Hey, warte, ich knack das auf. So, hier, zack. Steig auf, Max, steig auf! Was? Ey, Russik, Mann, vielen Dank, Mann. Es tut mir leid, dass ich dich vorhin so angemotzt hab. Ey, Bro, du kannst nichts dafür. Ich hab Scheiße gebaut. Das gehört sich nicht, dass ich in der Uniform so was mache, Bro. Ich hab nicht dran gedacht, Mann. Ich hab's vergessen, Mann. Ich wusste nicht, dass sie uns so repräsentiert. Aber, ey, egal, du hast wieder alles gut gemacht. Du bist echt im richtigen Moment gekommen. Also, wenn du noch bei mir arbeiten willst, würde ich mich sehr freuen. Ey, Bro, ich sag dir auch ehrlich, ich würde wieder gerne zurückkommen. Du siehst ja, ich hab alles an. Ich hab auch den Helikopter irgendwo gepackt bei Miss Sandy Shores Flughafen. Wir fahren da jetzt hin und fliegen wieder weg, Brudi. Aber ja, es tut mir leid, Bruder. Es tut mir einfach leid, Mann. Du darfst nächstes Mal einfach nicht so Freizeitsachen in der Arbeitskleidung machen. Du ja, Bro, ich werde das nicht machen und ich hoffe, wir können nächste Aufträge wieder gemeinsam machen, Bro. Ja, nächste Aufträge machen wir wieder gemeinsam. Ne? Also ich dachte, mir ging das Herz gerade flöten, als ich gesehen habe, dass du fast umgegangen bist. Ich habe das alles, und ich muss sagen, ich habe die Security-Tor kaputt gemacht, die Tür. Ich bin eingebrochen, um rauszufinden, wo du steckst, ja, aber... Ja, ist egal. Okay, ich muss das machen, damit die rausfinden, ja, wo du bist. Ist besser so. Wir fahren jetzt zum Flugzeug und dann wird alles gut, Max. Ich hole uns hier raus. Und damit, Leute, habt ihr gesehen, wir waren zwar gefeuert, Leute, wir haben unseren Job verloren, Leute, aber wir haben uns zurück hochgekämpft, Freunde. Ich wusste auf jeden Fall, dass Max unsere Hilfe braucht, deswegen sind wir dahin gefahren. Wir haben ihn gerettet, Leute, und deswegen geht's jetzt ab zum Helikopter, dann fliegen wir zum Security-Büro. Und wenn ihr Bock habt auf noch einen Security-Auftrag, dann lasst ein dickes Like da, abonniert den Kanal, aktiviert unbedingt die Glocke, um nichts zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Security ist am Start. Ciao.